Guten Abend und natürlich herzlich willkommen zum nächsten Webinar Entwicklung von profitablen Handelsstrategien. Mein Name, wie immer, Stefan Friedrichowski. Und ihr wisst, wenn Fragen oder sonst was sind, gerne direkt auf Du wechseln. Rein vom Webinar-Ton her rede ich euch formal hier gerade auch mit Du an. Das macht die Sache einfach ein bisschen einfacher. Ja, wir haben heute den 15. Dezember, gehen schnurstracks auf Weihnachten zu, logischerweise, und haben 19 Uhr. Das nochmal sozusagen für die Aufzeichnung, damit man auch nochmal genau weiß, von wann ich hier eigentlich heute genau rede. Apropos Aufzeichnung, ihr findet die Aufzeichnungen immer auch in dem YouTube-Kanal. Der ist hier unten auch in meiner Folie eingeblendet. Und weil ich ja weiß, dass man sich das hier kaum merken kann, was da steht, und ihr nicht da mal eben so einen Klick drauf machen kann, habe ich diesmal gleich die Folien von dem Webinar euch zum Download hier mit reingestellt. Das heißt, ihr findet unter Unterlagen auch die Folien von heute und dann damit auch zwangsläufig dann den entsprechenden Link auf die Aufzeichnungen im YouTube-Channel. Das gleiche gilt natürlich dann auch für meine E-Mail-Adresse, die ja immer ein bisschen kompliziert ist aufgrund meines Nachnamens friedrichowski@argusfx.com. Und ArgusFX ist hier auch der Broker, der die ganze Webinarreihe uns ermöglicht. Wenn wir jetzt schon bei allen Vorbemerkungen sind, natürlich auch wie immer die Hinweis auf die sogenannte Risk Warning. Das heißt, wer Dinge hier aufgreift, die ich hier auch vorstelle, tut dies final natürlich immer auf eigenes Risiko. Aber das wisst ihr, brauche ich eigentlich kaum extra erwähnen, aber ich muss leider. Von daher bitte entschuldigt, dass ich das jedes Mal hier erwähne. Ihr seht hier schon auf meiner ersten Folie gleich ein kleiner Hinweis, so einen kleinen gelben Zettel mit drauf. Das nächste Webinar findet nicht am nächsten Donnerstag 19 Uhr statt, sondern gleich schon einen Tag früher und damit dann schon am Mittwoch, dem 21.12. um 19 Uhr. Aber das kriegt ihr auch automatisch immer mit, weil es ja hier so eine E-Mail-Benachrichtigung gibt, die immer darauf hinweist, wann das nächste Webinar ist. Und da habe ich das auch heute dann schon mal entsprechend eingestellt. Was ihr sicherlich auch erahnen könnt, ist, dass wir zwar zwischen Weihnachten und Neujahr kein Webinar machen. Da bin ich dann selber auch unterwegs. Aber im neuen Jahr geht es natürlich dann los und eins haben wir noch, nämlich dann nächste Woche Mittwoch. Was steht heute an? Natürlich wie immer kurz auf die Fragen und Antworten von letzter Woche. Da gab es wieder was durchaus sehr Interessantes, was ich hier mit euch teilen möchte. Und dann gehen wir natürlich wieder in das Thema von Pair Trading, wo wir ja schon gemerkt haben, das ist so ein bisschen so das Traden der Übertreibung. Und das haben wir auch schon verwendet auf Brent WTI und das auch schon ziemlich erfolgreich. Zeige ich aber nachher nochmal ganz kurz wieder das Excel-Sheet. Das heißt, wir haben schon ein nicht Währungspaar, sondern ein Paar gefunden, wo es super gut funktioniert und haben dann nach einem weiteren Misserfolg allerdings die Strategie nochmal weiterentwickelt und sind zum Schluss gekommen, dass es dann eigentlich korrekterweise natürlich nicht mehr Pair Trading heißt, weil das zweite Paar oder der zweite Teil des Paares uns abhanden gekommen ist. Und das haben wir schon gemerkt, das ist dann mehr so eine Mean Reversion Strategie und auf die will ich dann auch nochmal generell eingehen. Jetzt hatten wir allerdings noch einen total offenen Punkt bei der Strategie, so wie wir letzte Woche Donnerstag geendet sind, nämlich wir hatten noch gar keinen Stop-Loss und spätestens bei einem Trade auf einem Single Underlying, also auf einem einzelnen Symbol, naja, da sollten wir uns auf jeden Fall wieder den Stop-Loss gönnen und den auch entsprechend mit in die Strategie einbauen. Und das ist natürlich dann auch heute das Hauptthema, um mal zu gucken, was denn dann aus dieser Mean Reversion Strategie dann schließlich und endlich wird. Da gibt es sicherlich dann auch nochmal gute Dinge. Ihr werdet sehen. Da wir nun gestern den Zinsentscheid in den USA haben, will ich heute mal ausnahmsweise auch mal einen kurzen Blick auf den Chart von gestern werfen. Und ich habe jetzt hier einfach mal den Chart von sechs Währungspaaren auf Stundenbasis hier nochmal dargestellt. Es ist jeweils der Euro gegen
die unterschiedlichen Kandidaten, australischer Dollar, kanadischer Dollar und so weiter. Seht ihr selbst hier auf meinem Schirm. Ich habe das trotzdem gemacht, auch wenn ich natürlich weiß, dass gestern Zinsentscheid in den USA war. Und insofern ist natürlich prinzipiell gerade das, wo dann der US-Dollar mit drin betroffen ist, also hier auf meinem Schirm rechts unten, der Euro-US-Dollar quasi das Interessanteste. Aber normalerweise gilt, dass gerade bei so Zinsentscheiden durchaus auch andere Währungen mitzucken. Und ein bisschen war es auch so gestern, aber unwahrscheinlich nicht ausgeprägt. Gucken wir zunächst mal kurz auf den Euro-US-Dollar. Da habe ich mal noch eine rote Linie eingemalt, wann die 20 Uhr waren, also der gestrige Zinsentscheid. Und ja gut, was haben Sie entschieden? Tatsächlich den Zins anzuheben, was ich, so viel sei auch mal gesagt, sehr begrüße. Gar nicht so sehr um der Frage willen, was das genau bedeutet, sondern vielmehr aus dem allgemeinen Grund, dass ich einfach hoffe, dass endlich diese ewige, nun mittlerweile wirklich schon ewige Phase der sich nicht ändernden Zinssätze beendet ist. Mir geht es gar nicht um die Höhe und ob die jetzt 0,25 oder 5, 0,5 oder 2% sind. Nee, mir geht es um Änderungen. Es ist einfach so, für unsere Art von Traden brauchen wir Bewegungen. Und wir alle, sobald ich hier auf Langfristcharts gehen würde, was ich wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal machen werde, werden wir sehen, dass eigentlich im ganzen Jahr fast nichts passiert ist, gerade im Devisenbereich. Und wovon lebt der Devisenbereich? Naja, ganz massiv von zwei Anteilen, nämlich einmal von den jeweiligen Zinssätzen in der jeweiligen Region und dann von so etwas wie, nennen wir es mal, die Wirtschaftskraft oder die wirtschaftliche Situation und der wirtschaftliche Ausblick in einer bestimmten Region. Ja, und wenn sich da nichts tut, dann tut sich auch in den ganzen Forex-Paaren nichts, und zwar rauf und runter. Ist auch egal, wen man mit wem kombiniert. Der ein oder andere hat in vorherigen Webinaren mitgekriegt, hey, ich gucke hier gerne einfach immer nur auf die 6, weil ich damit eigentlich auch automatisch in Summe auf 21 Währungspaare gucke, also auf alle Kombinationen, die man jetzt hier noch draus bilden kann. Und naja, wenn wir halt weder in den Zinsen noch in der wirtschaftlichen Entwicklung irgendwas Großes haben, dann passiert auch in den ganzen Währungspaaren nichts. Und das ist natürlich für uns Trader immer ein Trauerspiel. Jetzt haben wir endlich die Situation, dass der erste Schritt gemacht wurde gestern und weitere sind sozusagen angekündigt worden, sogar noch ein bisschen mehr, als man vielleicht mal erwartet hatte. Und was ist die Reaktion? Ja gut, die Reaktion sehen wir, ist die der Wechselkurs Euro-US-Dollar hat stark nachgegeben, also sprich, der US-Dollar ist stärker geworden, weil jetzt locken langsam erste Zinsen auch wieder im US-Dollar-Raum. So viel mal als Erklärung, wobei auf die Erklärungen ich in aller Regel gar nicht viel gebe, weil die sucht sich ein Kommentator immer so, dass sie dann zu der jeweiligen Preisentwicklung passen und es findet sich immer ein passender Kommentar. Aber sei es drum. Also wir sehen, was hat der Markt gemacht? Also kräftig nach unten seit gestern 20 Uhr. Im Gegensatz dazu war bis heute Mittag der Euro-japanische Yen komplett in die Gegenrichtung unterwegs. Durchaus interessant. Ja, einordnen, da will ich mir jetzt jeden Kommentar dann endgültig ersparen. Will ich gar nicht. Aber zunächst mal hat sich der euro-japanische Yen davon genau entkoppelt und ist in die andere Richtung gegangen. Und das, obwohl es ja einfach nur ein Zinsentscheid in den USA war. Danach, jetzt seit heute Mittag, haben wir jetzt durchaus auch heftige Bewegungen mal nach unten gehabt. Wo das alles endet, keine Ahnung. Fakt ist, obwohl wir also gestern erstmalig in diesem Jahr eine bedeutende Entscheidung am Zinsmarkt hatten, ist in Summe dann doch gar nicht so viel passiert. Also ich mache mal kurz hier in dem Chart vom Euro-US-Dollar, gehe ich mal kurz auf den Tageschart. Okay, und jetzt zoomen wir nochmal hier ein bisschen raus. Dann seht ihr, okay, das Ganze hat hier unten durchaus schon eine gewisse Stärke. Und aber so in Summe, lange waren wir hier total konstant. Da ist überhaupt nichts passiert am Währungsmarkt. Das ist das, was ich vorhin meinte. Jetzt wird es halt wirklich mal spannend, ob jetzt
richtig Bewegung in den Markt kommt und das auch ein bisschen längerfristig. Hängt natürlich jetzt viel davon ab, was die nächsten Notenbanken so entscheiden. Wie gesagt, für uns als Trader ist wichtig, wir brauchen da Änderungen, egal rauf, runter, ist völlig egal. Und dann passiert ja auch entsprechend was am Devisenmarkt. Also ich bin jetzt wesentlich optimistischer, weil der erste Schritt gemacht ist und das wird auch gut für uns alle, was das Forex-Traden angeht. So viel, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das war jetzt mal ein kleiner Ausblick in die Charts. Steigen wir gleich ein in die Fragen und Antworten von letzter Woche. Da gab es eine längere Frage aus dem englischen Webinar und die will ich hier auch, ich lasse sie einfach mal hier auf dem Schirm stehen, lesen könnt ihr selbst. Ich rede ohnehin mal auch über den Inhalt, um den es hier geht. Und zwar haben wir hier einen von euch, also wie gesagt, aus dem englischen Webinar, was immer um 11 Uhr vormittags schon ist. By the way, wem die Uhrzeit lieber ist und die englische Sprache nicht stört, kann auch da gerne schon teilnehmen. Der Inhalt ist immer identisch zwischen den beiden Webinaren. Hier ging es jemandem um die Frage, hey, ich weiß, was er in Summe möchte. Er möchte nämlich auf Strategien hinaus, die nachher sehr enge Stop-Losse und Take-Profits haben. Und immer wenn man so etwas macht, wenn man enge Stop-Losse und Take-Profits wählt, kommt man relativ schnell bei der Entwicklung von Strategien auf die Frage, hey, dann ist es wahrscheinlich am besten, man geht in Richtung Tick-Daten. Und das ist auch absolut richtig, dass man dann eher in die Richtung der Tickdaten gehen muss. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kriege ich so etwas her? Und eine Datenquelle sei ja auch genannt, beispielsweise Dukas Copy, wo man Daten herunterladen kann. Und mit ein paar Tools findet man relativ schnell im Internet, kann man sich auch über die Sperre hinwegsetzen, dass man eigentlich nur jeden Tag einzeln runterladen kann und muss. Da gibt es Tools im Internet, die das einem ermöglichen. Dann hat man schließlich Tickdaten, aber relativ schnell begegnet man der Frage, hey, wie zuverlässig sind denn die jetzt? Und das ist in der Tat eine sehr, sehr schwierige Sache. Strategien auf Basis von diesen Tickdaten zu untersuchen, geht natürlich. Aber die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt morgen mit meiner Strategie live gehe? Tickdaten sind halt Broker-Daten. Und wenn der Broker seinen Liquidity-Provider wechselt oder andere Dinge ändert, dann entstehen schon plötzlich ganz andere Ticks. Allein schon die Tick-Häufigkeit kann sich durchaus ändern. Und damit wird es dann plötzlich wieder schwer, was diese Strategieentwicklung angeht. Also zuverlässige Tickdaten ist in der Tat ein Riesenproblem. Und was wir uns eigentlich hier wünschen würden, ist, dass wir im Zweifelsfall sozusagen eine unabhängige Börse hätten. Also so wie beim DAX, da gibt es den FDAX, der wird dann in Stuttgart gehandelt. Und die Daten, die da sind, sind sozusagen universell. Also universell im Sinne von, das sind wirklich die Daten schlechthin. Und das Pendant auf dem Forex-Markt gibt es einfach nicht. Es gibt zwar den Future-Markt auch für Forex, aber der bildet auch nur einen kleinen Teil des gesamten Marktes ab. Forex ist halt ein sogenanntes Over-the-Counter-Geschäft. Das heißt, da passieren die Trades zwischen zwei Beteiligten. Und es gibt keine unabhängige, sammelnde oder überwachende Behörde, die das Ganze sammelt, beurteilt und dann einen einheitlichen Datenpool zur Verfügung stellen kann. Den gibt es einfach nicht im Forex-Markt. Natürlich sind die Forex-Kurse für Forex-Pairs, die sind by the way dann auch nicht ganz identisch, die sind auch gut, aber auch da kann man nicht sagen, ja, ist das die Wahrheit? Nee, die Wahrheit gibt es im Forex-Markt nicht. Also von daher haben wir ein universelles Problem. Aber zurück zu der Frage, warum ist es denn gerade bei kleinen Stop-Lossen plötzlich so wichtig, überhaupt in Richtung Tickdaten zu gehen. Und ich scroll mal langsam runter auch in Richtung meiner Antwort, die dann hier auch nochmal zu finden ist. Naja, die Frage, die dahinter steht, ist, dass wenn man kleine Stop-Losse und Take-Profits hat, dann ist es auf Basis von Candle-Daten, ist es nicht möglich, nachher noch zu entscheiden,
Was ist denn jetzt zuerst erreicht worden? Stellt euch einfach vor, ihr habt wirklich ganz enge Stop-Loss, ganz enge Take-Profits und naja, jetzt wollt ihr anhand der Candle-Daten im Nachhinein feststellen, welches ist denn jetzt zuerst erreicht worden? Der Stop-Loss oder der Take-Profit? Und die Antwort ist natürlich, geht nicht, kann man nicht erkennen. Deswegen müsste man immer auf immer kleinere Zeitebenen gehen und schließlich und endlich landet man dann halt bei den Tick-Daten. Dann kann man natürlich entscheiden, ob der Stop-Loss oder der Take-Profit zuerst erreicht wurde, aber halt erst dann. Und was mache ich jetzt aus dem ganzen Dilemma? Weil ich verwende ausschließlich nur Candle-Daten. Ich habe mir einfach eine einfache Grundregel entschieden oder zurechtgelegt und dass ich, wenn ich diese Frage untersuche, dass ich immer sage, ich gehe davon aus, dass der Stop-Loss zuerst erreicht wurde. Das heißt, wenn dann eine solche neue Kerze kommt und beides wird gerissen, formal von dieser neuen Kerze, sowohl mein Stop-Loss als auch mein Take-Profit, dann entscheide ich mich für den Stop-Loss. Und damit rechne ich im Zweifelsfall eine Strategie zwar schlechter, als sie vielleicht in Wirklichkeit ist, aber lieber mache ich so rum als andersrum. Das heißt, ich will mich nicht damit blenden, dass ich vielleicht dass ich mich einfach zu gut rechne. Jetzt komme ich mal kurz noch auf die ersten Fragen. Ja, da gibt es jemand mit Tonproblemen. Sollte eigentlich nicht sein und ist eigentlich auch der Einzige, der das hier gerade meldet. Lautstärke ist schon ganz hochgedreht. Da fällt mir jetzt wenig ein, außer eine Sache, die man durchaus mal machen kann, ist sich nochmal neu einwählen. Also einfach sozusagen verlassen und wieder neu reingehen. Jemand anders schreibt auch schon gerade, nee, keine Tonprobleme. Und dann gibt es nochmal einen Hinweis von jemandem, dass es für echte Tick-Datentests gibt es noch eine ganze Suite und das reiche ich auch mal gleich durch eben an alle. Also nicht als, also wer da Interesse dran hat, dann gerne auch da mal reinschauen. Okay. Gut, also nochmal zurück zu dem Problem. Also ich entscheide mich im Zweifelsfall einfach immer für den Stop-Loss und von daher habe ich nicht ganz wirklich dieses Problem und vermeide den Gebrauch von Tick-Daten. Ich will noch dazu noch zu einem Abschluss hier kommen, dass ich generell auch eine These habe. Natürlich kann ich die überhaupt nicht beweisen, aber zumindest will ich erläutern, wie ich zu dieser These komme. Nämlich, dass ich sage, naja, für uns private Trader ist der Handel mit ganz, ganz engen Stop-Lossen und in aller Regel damit auch einhergehend enge Take-Profits nach meiner Einschätzung nach ohnehin nicht profitabel möglich. Der einfache Grund dazu ist, je enger ich diese Sachen setze, Stop-Loss und Take-Profit, desto mehr laufe ich in das Problem, dass ich ja immer noch die Kosten eines jeden Trades habe, die ich mitverdienen muss. Und die Kosten eines Trades, egal ob das jetzt die Spreads sind oder Spreads und Commission, die muss ich immer erstmal mitverdienen. Und das wird, je kleiner der Stop-Loss und Take-Profit ist, desto schwieriger wird das ganz universell in jeder Strategie. Und der Ausweg, der hier eigentlich ist, ist der, dass ich natürlich in Richtung Handelsplattformen gehe, wo ohnehin einfach Spreads und Kommissionen wesentlich kleiner sind. Die gibt es, zum Beispiel dieser besagte Future-Markt. Allerdings gibt es eine kleine Einschränkung. Und die Einschränkung heißt, Minimum Lot Size ist ein Lot. Sowas wie Mikro-Lots gibt es dann nicht mehr. Und von daher, naja, braucht man zwangsläufig meistens in aller Regel größere Konten. Und es ist halt das, was zwar auch die Großen machen, also die mit dem Big Money, die Institutionals, da kann man viel eher solche Strategien auch profitabel zur Anwendung bringen, aber im Sinne von Standard-CFD-Brokern würde ich immer eher sagen, die so eine Strategie ist eher zum Scheitern verurteilt. Aber es ist kein Beweis, sondern erstmal nur eine These. Von daher kann ich das jetzt zwar so sagen und entspricht auch all dem, was ich
darüber bisher so rausgefunden habe. Aber es ist halt ein Punkt, ich brauche dann noch kleinere Spreads und noch kleinere Kommissionen. Gutes Thema, by the way. Der eine oder andere, der schon ein Konto bei Argus FX hat, hat mitgekriegt, dass da sich auch einiges tut. Und das ist auch gut. Dann können wir nämlich wieder in die Strategien einsteigen. Die Ankündigung ist schon raus heute beim Broker Argus FX und übers Wochenende werden dann die Veränderungen eingestellt, sodass wir da noch kleinere Spreads schließlich und endlich bekommen. Was mich sehr freut, vor allem freut mich, dass ich da mit Teil der Entstehung des Ganzen war. Und von daher sei das hier auch nochmal mit erwähnt. So, jetzt gehen wir natürlich gleich los und trotzdem mache ich noch einen kleinen Exkurs. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass es noch eine weitere Webinare gibt für denjenigen, für den das hier vielleicht dann doch wieder etwas zu advanced ist oder wie auch immer, wer so mal wirklich total auf die Grundlagen des Tradens kommen möchte, dem sei hier auf der Argus-Website unter Research Education die Webinar-Ankündigungen nochmal ans Herz gelegt. Da gibt es dann dienstags auch ein englisches und ein deutsches Webinar. Wirklich traden von Grund auf, wo wir wirklich nochmal Fragen angehen, was ist Bid, was ist Ask und wie berechne ich mein Risiko. All solche Dinge sind da Thema. Gut, aber jetzt weiter. Im richtigen Webinar von heute. Gehen wir nochmal durch, was wir bisher schon erreicht haben. Eine kleine Rekapitulation aus dem Pair Trading und dem, was wir schon alles drauf haben. Dann, ich gucke gerade nochmal kurz in die Fragen. Es gibt ja noch die Möglichkeit, im Zweifelsfall einzelne Kerzen auf Tickframe zu testen. Genau, also man kann im Zweifelsfall auch für bestimmte Situationen auf kleinere Zeitebenen oder sowas runtergehen, ist dann auch nochmal ein Ausweg. Aber ganz das Problem gelöst kriegen wir an der Stelle nicht, aus den Gründen, die ich vorhin schon hatte. Also wir haben das Pair-Trading entwickelt und dabei eigentlich schon so festgestellt, was wir in Wahrheit traden, ist immer sowas wie Übertreibung. Wir haben die Übertreibung daran festgemacht, dass wir zunächst den Quotienten gebildet haben von diesem Ratio. Also im Beispielfall war das Brent und WTI, also die beiden Ölsorten. Wir bilden den Quotienten aus den beiden und dann machen wir etwas. Wir legen auf diesen Quotienten einen EMA, um ihn, ich sag mal, einfach erstmal nur zu glätten. In Wahrheit hat das noch andere Gründe. Und dann gucken wir auf die Abweichung. Also wie weit ist der aktuelle Ratio von diesem EMA-Ratio entfernt? Und wenn das sozusagen übertreibt, ist es der Trigger für einen neuen Trade. Und wir haben festgestellt, dass dieses Konzept auf Brent WTI super gut funktioniert und wir eine richtig schön profitable Strategie haben. Und haben dann allerdings festgestellt, dass das Ganze auf S&P 500 Dow Jones nicht funktioniert. Da konnten wir an unseren zwei Freiheitsgraden, die wir hatten, EMA-Periode und diese Schwelle für die Abweichung, da konnten wir drehen und wenden, wie wir lustig sind. Wir konnten zwar noch eine Strategie hinkriegen, die so ungefähr Equity Null rauskommt, aber mehr war nicht drin. Will ich jetzt nicht noch weiter vertiefen, hat, glaube ich, inhärente Gründe, die wir auch letzte Woche durchgegangen sind. Aber dann haben wir was Neues gemacht. Und zwar, wir sind hingegangen und haben einfach mal gesagt, lass uns doch mal was probieren. Und zwar, indem wir dieses Pärchen gewissermaßen auflösen. Und das habe ich jetzt zunächst mal in einem Excel-Sheet ganz trivial bewerkstelligt, indem ich einfach die Kursdaten auf 1 gesetzt habe. Also klingt ein bisschen brutal oder willkürlich, aber das hat mir ermöglicht, einfach das ganze Excel-Sheet, das ganze Gerüst schon mal so zu nehmen, wie es ist. Und in Wahrheit habe ich dann doch wieder nur noch ein Underlying gehandelt. Und auch da stellte sich schon raus, hey, wir haben das auf dem S&P 500 gemacht. Hey, das sah gar nicht mal so verkehrt aus. Das heißt, dieses Traden der Übertreibung hat auch da plötzlich funktioniert. Und das ist natürlich schon mal ein guter Anlass, das Ganze zu vertiefen. Aber was fehlte? Es fehlt natürlich noch was. Und zwar, wir hatten gar keinen Stop-Loss in dem jeweiligen Trade. Also den Stop-Loss brauchen wir. Und wir haben schon gemerkt, dass wir spätestens jetzt natürlich nicht mehr wirklich über Pair-Trading reden sollten. Das ist natürlich Quatsch. Also was hatten wir erreicht? Wir hatten erreicht, dass wir hier also schon mal so etwas bekommen haben aus dem letzten Webinar.
Und nee, das war es noch nicht. Das kommt jetzt gleich. Und wir könnten sehen, hey, da gab es schon eine Equity-Kurve, die hat es schon in sich, die sieht ja schon gar nicht mal so verkehrt aus. Hat allerdings natürlich hier noch so relativ große Drawdowns drin und hat da gar keinen Stop-Loss. Also von daher sollten wir da natürlich nochmal genauer gucken, ob wir da was kriegen. Also dieser fehlende Stop-Loss äußerte sich dann hier auch in den Floating-Resultaten, wenn man die dann tatsächlich mal in einer Währung darstellt. Da gab es dann schon ganz schöne Reißer hier nach unten. Gut, das kann man auch mit Zahlen benennen. Das ist 2008, Finanzkrise, Hochpunkt der Finanzkrise. Da hätte man hier zwischendurch ganz schön mal den Bammel gekriegt mit dieser Strategie. Aber natürlich hat diese Strategie keinen Stop-Loss. Und jetzt wollen wir das natürlich neu aufziehen. Neu aufziehen im Sinne von, es macht natürlich keinen Sinn, hier weiterhin irgendwelche Konstanten 1 und so Pseudopaare zu bilden. Das Ganze wollen wir natürlich auflösen. Wie und in welcher Form? Dazu nochmal kurz wieder in die Folien. Weil natürlich sollten wir das Ganze mal grundsätzlich angehen. Also grundsätzlich heißt erstmal Namenswechsel. Es ist ja ohnehin kein Pair-Trading mehr. Und ich habe jetzt hier einfach dafür mal den Begriff schon verwendet, der am ehesten von den Strategien her passt. Und das ist einfach ein sogenannter Mean-Reversion-Strategie. Aber die will ich auch nochmal hier allgemein beschreiben, was das bedeutet. Weil es ist ein sehr, sehr interessanter Grundansatz in unserem Strategierepertoire. Und die Im Wesentlichen basiert der Mean Reversion oder sämtliche Mean Reversion Strategien basieren auf zwei grundlegenden Annahmen. Der eine ist der, oder die eine Annahme ist die, dass man davon ausgeht, dass es für ein Underlying, und es ist völlig egal, ob das jetzt ein Währungspaar oder ein Index oder ein Aktienkurs ist, dass es einen fairen Preis gibt, einen Fair Value für dieses Underlying. Ohne jetzt zu hinterfragen, wie der definiert ist. Ist ja erstmal nur eine These. Also wir sagen, es gibt einen fairen Preis, wie auch immer wir den definieren, und dazu kommen wir gleich. Aber was jetzt das Wesentliche ist, ist dann das Zweite. Wenn wir dann eine große Abweichung haben von diesem fairen Preis, also dass der aktuelle Preis deutlich abweicht von dem, was wir als den fairen Preis ansehen, dann ist die Grundannahme die, dass der Preis dazu tendiert, wieder in Richtung des fairen Preises zurückzulaufen. Das ist jetzt natürlich erstmal Annahme, unbewiesen, aber entspricht auch irgendwie, glaube ich, der allgemeinen Intuition. Wir sehen, wenn wir auf die Charts gucken, immer mal wieder so Wahnsinnsausreißer. Und sowas wie Euro, japanischer Yen gestern wäre, by the way, durchaus auch sowas gewesen, wo man das Ganze genau in diese Sprache hätte bringen können. Aber das heißt, der Preis läuft wieder zurück zum fairen Preis. Jetzt ist natürlich die Frage, wie definieren wir diesen Fair Value? Eine finale Antwort gibt es dazu nicht. Man könnte auch noch so weit gehen und sagen, man könnte eine Einschätzung nehmen. Aber das kann ich natürlich auch nicht mathematisch untermauern. Mögliche Definitionen. Und das reicht mir schon, einfach eine Definition zu versuchen, weil dieser Versuch, den setze ich anschließend in die Trading-Strategie mit ein und gucke einfach, weil alles, was nachher zählt ist, ist die Strategie profitabel. Und dann ist mir im Zweifelsfall auch egal, ob das Ding jetzt wirklich ein fairer Preis ist. Hauptsache, meine Strategie funktioniert. Und mögliche Varianten wären natürlich hier sowas wie, man nimmt einfach den EMA, das ist das, was wir nachher auch tun. Man könnte aber auch genauso gut einen SMA nehmen. Hat jemand letztes Mal schon angemerkt, ob es vielleicht sogar besser wäre? Bisher weiß ich nach wie vor die Antwort nicht. Ich mache weiterhin erstmal die Sache mit dem EMA. Eine andere Möglichkeit, einen fairen Preis zu definieren, gibt es auch noch eine relativ einfache mathematische Variante. Und diese mathematische Variante ist die, man nimmt sich einfach einen bestimmten Rückspiegel, so ähnlich wie beim SMA, der hat einen festen Rückspiegel, wie meinetwegen 200 Candles, auf welcher Zeiteinheit auch immer. Und so wie man dann beim SMA daraus einfach aus diesen 200 Preisen den Mittelwert bildet und das nennt man jetzt den fairen Preis. Aber genauso gut könnten wir hingehen und in diesen Verlauf der letzten 200 Kurse einfach eine
Ausgleichsgrade hineinlegen. Also so ein mathematisches Konstrukt, einfach ein linearer Fit in die Preise und könnte dann sagen, naja, so wie diese Gerade endet, das ist der faire Preis. Klingt etwas mathematisch, aber warum nicht? By the way, es gibt bereits schon Strategien, die genau darauf dann basieren. Eine nochmal etwas andere Möglichkeit wäre die zu sagen, wir nehmen einfach einen Wert aus einer höheren Zeitebene. Mal angenommen, wir gucken hier nachher auf Tageskurse, dann könnten wir natürlich auch einfach definieren, dass mein fairer Preis der Schlusskurs der letzten Woche ist, als Ansatz. Und auf Basis von diesem Preis würde ich jetzt diese Abweichungen traden. Ihr seht, man könnte sich hier mit ein bisschen Fantasie noch weitere Möglichkeiten aufbauen. Eine will ich nochmal auch noch zumindest sagen. Es gibt ja zum Beispiel diese sogenannten Pivot Points. Die haben auch eine mathematische Definition, die ich jetzt nicht auswendig im Kopf habe. Auch die Pivot Points wären so etwas wie eine mögliche Entscheidung darüber, was der faire Preis ist. Und dann gibt es hier noch mehr von euch nochmal eine Möglichkeit. Ja, man könnte zum Beispiel versuchen, wie einer hier schreibt, gerade einen, vielleicht haben irgendwelche Underlyings sowas wie eine zyklische Bewegung, also sowas ähnliches wie eine Sinuskurve in dem Kurs. Und man könnte dann die Abweichung zu dieser Kurve handeln. Ebenfalls eine Möglichkeit. Also ihr seht, die Optionen sind vielfältig. Alles, was nachher zählt, ist nicht die Frage, ist das jetzt wirklich der faire Preis, sondern es zählt die Frage, läuft der Kurs dahin nachher zurück, weil darauf bauen wir unseren Trading-Ansatz. Was wir dann wieder machen, ist natürlich, dass wir sagen, hey, wenn da eine Übertreibung drin ist, also ein aktueller Kurs, von dem wie auch immer bestimmten fairen Kurs abweicht, das ist unser Signal für den Trade. Das Ganze habe ich dann jetzt in ein neues Excel-Sheet gegossen. Will ich auch sofort gleich zeigen. Ich will euch nur einen Hinweis geben. Wir hatten vor einigen Wochen bereits mal ein Excel-Sheet und dieses Excel-Sheet bildete eine ganz andere Strategie ab. Nämlich, sie bildete ab, den DAX gehandelt als ein sogenannter EMA-Cross. Das heißt, ist man oberhalb vom EMA, ist man long investiert, ist man unterhalb vom EMA, ist man short investiert und dann gibt es einen Stop-Loss, einen Take-Profit und der Trade wird durch eine von drei Möglichkeiten beendet, nämlich Stop-Loss, Take-Profit oder wir haben wieder ein Cross im EMA. Was ich jetzt nachher gemacht habe, ist, ich will jetzt durch dieses Excel-Sheet nicht mehr genau durchgehen. Ich will euch nur ein bisschen sozusagen motivieren und animieren, zu sagen, hey, wenn ihr so ein Excel-Sheet habt, und das hat ja jeder, der es wollte, also weil ich gebe die ja gerne mit raus, diese Excel-Sheets, dann hat man es total einfach, jetzt plötzlich auf diese Mean-Reversion-Strategie hier zu gehen. Das ist kein großes Kunstwerk, sondern dadurch, dass die ganzen Trades hier schon im linken Teil des ganzen Excel-Sheets schon längst alle abgewickelt werden, brauchen wir jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur die neuen Einstiegssignale hier reinfüttern. Und dann ist man sehr, sehr, sehr schnell dabei. Also um mal in Zahlen zu reden, die Mean Reversion Strategie jetzt hier darzustellen mit Stop-Loss und Take-Profit, und hier haben wir schon das Excel-Sheet, ich mache es auch gleich ein bisschen größer, weil ich da ein bisschen mehr mit euch durchgehen möchte. Das hat mich, glaube ich, weniger als 30 Minuten gekostet, wenn überhaupt. Und dann war das Ding hier fertig als Mean Reversion Strategie, weil ich mich um die genaue Trade-Verwaltung gar nicht mehr kümmern musste. Die hat das Excel-Sheet schon längst übernommen. Ich zoome hier auch mal ein bisschen rein, weil ich möchte euch dieses Excel-Sheet durchaus auch ein bisschen genauer erklären, bevor wir dann hier natürlich auch nachher auf die Equity-Kurve kommen. Einfach deshalb auch ein bisschen erklären, damit ihr seht, wie das funktioniert und dann habt ihr es auch leichter, hier mal entsprechende Änderungen in so einem Sheet zu machen. Angebot steht wie immer, schreibt mir eine E-Mail und ich schicke euch noch das Excel-Sheet hier sofort zu. Ich würde es auch gerne hier direkt mit zum Download anbieten, aber das geht aus technischen Gründen nicht, weil der nur ganz bestimmte File-Formate zulässt. Also sowas wie PDF zum Beispiel, das geht, aber ein Excel-Sheet kann ich hier nicht einstellen. Sonst hätten wir das Ganze noch ein bisschen abgekürzt. Also was habe ich gemacht? Naja, ich bin natürlich hingegangen und habe einfach meine S&P 500 Kurse genommen, habe die hier reingestellt, Open High, Low Close.
Klar, keine Frage. Dann habe ich als nächstes hier den EMA auf Basis des Close-Kurses mit reingepackt in der altbekannten Formel und natürlich mit der Möglichkeit, hier den EMA jetzt auch im Anschluss dann zu verändern. Dann bin ich als nächstes hingegangen. Das ist, by the way, ein bisschen anders noch als in letzter Woche. Und das wird auch nachher nochmal Thema werden. Ich bin hingegangen und habe jetzt diese Abweichung zu dem EMA, die habe ich in Prozenten angegeben. Also in Prozent soll so heißen, ich bilde hier die Abweichung, wie man sieht, einfach das ist die Differenz zwischen dem aktuellen Close-Kurs und dem EMA-Wert und habe das Ganze nochmal dividiert durch den EMA-Wert, was de facto dazu führt, dass die Abweichung quasi in Prozent ist. Also im wirklichen Prozent ist sie dann, wenn ich nochmal 100 nehme, aber das spielt keine Rolle. Das habe ich natürlich aus einem bestimmten Grund gemacht, nämlich weil ich sage, ja, der S&P 500 in den letzten 16 Jahren, der schwankt so oder war mal auch bei 1000, ist mittlerweile bei 2000. Von daher erscheint es mir eigentlich sinnvoll, die Abweichungen in Prozent zu geben. By the way, was vielleicht auch noch eine interessante Variante ist, diese Abweichung in Einheiten vom ATR anzugeben. Um so ein bisschen die Volatilität noch mit in die Strategie mit aufzunehmen. Habe ich noch nicht ausprobiert, steht aber auch noch mit auf meinem To-Do-Zettel. Also ich habe die Abweichung einfach bestimmt und die Abweichung gebe ich jetzt hier in Prozenten an. Okay, dann habe ich genau wie letzte Woche mir wieder hier so ein Entry-Signal generiert und zwar auf Basis von zwei Zutaten sozusagen, nämlich die eine ist, ich bilde hier oben erstmal wieder diese Standardabweichung über alle Abweichungen. Warum mache ich das? Naja, diese Abweichung des aktuellen Kurses vom EMA auf den Kurs, die hängt sehr, sehr stark vom EMA, von der EMA-Periode ab. Man kann gleich als Faustformel ja sagen, wenn ich ganz kleine EMA-Perioden nehme, dann wird tendenziell diese prozentuale Abweichung auch sehr, sehr klein werden, weil der EMA ja dem Kurs so wahnsinnig schnell folgt. Nehme ich sehr große EMA-Perioden, dann kann ich zwischendurch auch mal richtig große Abweichungen kriegen. Und um das mir hier sozusagen so ein bisschen rauszunormieren, bilde ich einfach da diese Standardabweichung und nehme dann anschließend einen Multiplikator auf diese Standardabweichung, um zu entscheiden, hey, soll ich einen Trade eingehen? Rede ich jetzt von einer Übertreibung, ja oder nein? Und das mache ich dann hier in dieser Spalte, wo ich mir die Entry-Signale erstmal generiere. Und in der Form, naja, ihr seht schon, wenn ich jetzt hier eine deutliche Abweichung nach unten bekomme, das heißt, mein Kurs ist weit weg vom EMA weggerauscht, dann will ich natürlich einen Long Trade eingehen. Und die Abweichung hier ist erstmal Minus, aber ihr seht schon gleich, was ich hier in der nächsten Spalte mache. Die ist jetzt schon wieder in Analogie zu dem DAX Trading Sheet. Dann will ich ein Long-Signal generieren. Also ich habe eine Abweichung nach unten und ich möchte ein Long-Signal generieren. Jetzt sieht man schon gleich, auch hier im Excel-Sheet passiert einfach was. Naja, hier wird in dieser Zeile ein erstes Long-Signal generiert und in der nächsten Zeile wird schon gleich das nächste Long-Signal generiert, weil halt die Bedingung auch da wieder erfüllt ist. Jetzt will ich natürlich da keinen neuen Trade öffnen. Also ich will jetzt nicht plötzlich zig Trades hintereinander aufmachen, weil die Bedingung schon wieder erfüllt ist. Nee, und das Ganze, ohne jetzt in alle Details von diesem Excel-Sheet hier zu gehen, fange ich natürlich ab und ich fange einfach irgendwo einen Trade an. Und solange jetzt dieser Trade läuft, ignoriere ich alle weiteren Signale. Ich warte erst, bis dieser eine Trade zu Ende geht. Wie kann er jetzt zu Ende gehen? Naja, er kann zu Ende gehen. Zum einen natürlich, ich gehe mal hier weiter hinten schon, ihr werdet nachher sehen, dass das Excel-Sheet uns noch eine neue Möglichkeit eröffnet, auch für diese Strategie. Eigentlich wollte ich ja nur einen Stop-Loss einrichten, aber den Take-Profit habe ich jetzt hier gratis noch gleich mitgekriegt, weil das einfach meine Vorgehensweise hier gleich schon mit ermöglicht. Ich habe das dann wieder erstmal ausgeschaltet, indem ich ein riesiges CRV nehme. Dadurch wird nie ein Trade mit dem
Take Profit beendet. Aber, also jetzt im Moment nicht, aber wir haben die Möglichkeit, auch hier sozusagen normale CRVs zu nehmen und dann können wir die Trades auch mal durchaus im Take Profit beenden. Ein Trade soll hier halt durch drei Möglichkeiten beendet werden, nämlich Stop Loss, klar, nämlich final auch Take Profit, auch klar. Aber natürlich auch dadurch, dass das passiert, was wir auch letztes Mal nämlich gemacht haben, wenn nämlich diese Abweichung abgebaut wurde, was ja nichts anderes bedeutet, dass diese Differenz zwischen aktueller Kurs und EMA wieder Null wird und damit dann die Null einmal durchkreuzt, dann möchte ich ebenfalls den Trade beenden. Und von daher habe ich jetzt hier so wieder meine Trade-Ende-Möglichkeit in drei Varianten. Und automatisch passiert hier noch was anderes. Ich merke mir natürlich jeweils immer den Einstiegspreis, wann bin ich eingestiegen und wie gehe ich raus. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, wieder die Trades in R abzubilden. Also in R, R heißt nichts anderes in Einheiten des Risikos oder noch anders gesagt in der Stop-Loss-Entfernung. Nämlich final möchte ich, wenn ein Trade im Stop-Loss beendet wird, dann will ich den schließlich und endlich mit einer minus 1 abgerechnet haben. Und das ist dann ein Trade, der im Stop-Loss endet. Das Excel-Sheet sieht zum Glück noch viel mehr Varianten vor. Es sieht zum Beispiel auch vor, dass wir natürlich Gaps kriegen können. Wir können Gaps im Positiven oder im Negativen kriegen. Wird mit berücksichtigt, wenn also der Stop-Loss über Nacht mit einem Gap gerissen wird, dann wird er auch entsprechend so abgerechnet. Also wirklich wie es auch im realen Leben wäre. Deswegen gibt es nachher auch Trades, die mit mehr als minus 1 enden, also mit deutlich mehr als minus 1, weil halt ein solches Gap passiert ist. Also Trades werden in R abgerechnet und schließlich und endlich wird hinten auch noch gleich das Spread mit berücksichtigt. Und als Spread habe ich hier schon mal einfach eine 0,6 vorgesehen, was übrigens jetzt kurz mathematisch dann dazu führt, dass meine Trades, die eigentlich mit minus 1 R abgerechnet werden, dann nochmal ein bisschen schlechter werden, weil ich erst im Nachhinein noch den Spread mit berücksichtige, was allerdings natürlich unbedingt brauchen, weil allein der Spread kann unsere Strategie durchaus auch schon kaputt machen. Was haben wir jetzt hier final? Wir haben jetzt final die Möglichkeit, in einem Excel-Sheet an ein paar Stellen zu drehen. Und das will ich auch mal kurz zeigen. Dazu zoome ich hier mal ein bisschen raus aus dem Excel-Sheet, sodass wir hier ein bisschen mehr gleichzeitig draufkriegen und wir auch die Equity-Kurve direkt vor uns haben. Wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten, in die Strategie einzugreifen. Wir haben natürlich die EMA-Periode als eine Eingriffsmöglichkeit. Wir haben natürlich diesen Multiplikator, was nichts anderes ist als nachher die Schwelle, wann denn ein Trade überhaupt eröffnet wird, also wann wir wirklich von einer Übertreibung reden. Und das machen wir auch nochmal eben ein bisschen dicker. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier auch den Stop-Loss zu verändern. Also Stop-Loss verändern in Prozent. Und was durchaus erstmal gar nicht so verkehrt ist, jetzt im Moment eingestellt ist bisher gerade eine 1%. Können wir mal kurz einen Quercheck machen, ob das eine sinnvolle Größe ist. Aktuell steht der S&P 500 bei grob 2000 Punkte. 1% wäre also 20 Punkte Entfernung. Klingt nicht so verkehrt. Also wir haben hier die Möglichkeit, den Stop-Loss zu verändern. Und final haben wir dann hier auch noch die Möglichkeit, den CRV einzustellen, um Trades auch in einem Take-Profit zu beenden. Und jetzt können wir natürlich, wie auch letztes Mal, hier an den Parametern rumspielen. Also wir können mal den EMA beispielsweise ein bisschen größer machen und dann gucken, wie die Strategie darauf reagiert, ob die jetzt besser oder schlechter wird. Und hier kann man sich jetzt ein bisschen einfacher machen, weil wir, jeder, der schon mal mitgekriegt hat, wie ich Strategien entwickle, da geht es mir immer auch darum, dass ich über Drawdowns rede und ohne jetzt in alle Details zu gehen, ich berechne hier eine Kenngröße, die eine Strategie beschreibt, nämlich dieses Opti, da geht der Drawdown mit ein, da geht die Linearität der Equity-Kurve mit ein und dieses Opti soll möglichst klein werden und insofern, wenn ich jetzt hier an den Parametern zum Beispiel drehe, kann ich natürlich einfach visuell mir diese Grafik hier angucken von meiner Equity-Kurve, die in R angegeben wird, oder
Ich gucke einfach auf die Zahlen. Wenn die Zahl hier kleiner wird, weiß ich, ist die Strategie besser geworden. Das Schöne in Summe ist, wir haben jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit, ich will das mal kurz euch zeigen, auch an dem CRV zu drehen. Solange das hier auf solchen fantasiehohen Werten steht, werden die Trades ohnehin nie Take-Profit beendet. Aber wenn wir hier kleinere Zahlen machen, whoops, dann passiert hier plötzlich was. Dann kann das auch durchaus nochmal gut sein für unsere Strategie, muss aber natürlich nicht zwangsläufig sein. Also hier zum Beispiel wird es jetzt gerade wieder besser. Jetzt will ich aber auf eine Besonderheit hinaus, die ich dann hier gemerkt habe, als ich das Ganze soweit entwickelt hatte. Und zwar will ich mal eben hier zwei Werte einstellen, und zwar 12 und 1. Und will jetzt mit euch noch ein bisschen appellieren, versucht euch mal diese Equity-Kurve visuell so ein bisschen zu merken. Worauf will ich hinaus? Also ich muss noch was machen. Ich will mal eben kurzfristig mal den Stop-Loss total groß machen, sodass also eigentlich formal der Stop-Loss nie erreicht wird. Dass jetzt hier die Profitabilität in R super minnig wird, sei mal eben dahingestellt. Mir geht es nur um den Verlauf der Equity-Kurve. Und zwar ist mir jetzt Folgendes aufgefallen, weil wenn ich solche Parameter wähle, wo der Stop-Loss praktisch nie erreicht wird, die Trades werden nachher dennoch beendet, weil ja immer diese Abweichung abgebaut wird, dann sollte das jetzt hier eigentlich unserem Stand entsprechen, den wir letzte Woche hatten. Und der war hier. Und jetzt hole ich die auch mal hier so ein bisschen in die Mitte und gehe mit euch mal ein bisschen hin und her zwischen diesen beiden Grafiken, indem ich einfach zwischen meinen zwei Excel-Sheets hin und her wechsle. Und dann sieht man, naja, eine Ähnlichkeit gibt es hier schon. Die Parameter sind übrigens gleich, also 12 und 1, EMA 12, Multiplikator 1. Die Grafiken sind durchaus ähnlich, also der Verlauf ist ähnlich, aber halt nicht gleich. Und ich hätte jetzt eher gedacht, sollte eher gleich sein. Also man findet hier auch diesen steilen Abstieg und so Doppelhöcker hier in der Equity-Kurve. Soweit passt alles. Aber danach geht es hier zum Beispiel im Mittelbereich plötzlich weiter runter, während es hier letzte Woche noch eher danach auch immerhin ein bisschen weiter hochgegangen ist. Da habe ich mich natürlich schon gefragt, hey, woran liegt denn das? Und das hat einen ganz einfachen Grund, den ich nach wie vor, also ich kann ihn verbal nicht wirklich erklären. Es liegt daran, dass ich hier diese Abweichung plötzlich in Prozent berechnet habe. Und ich habe die letzte Woche noch absolut berechnet. Und daran sieht man jetzt gleich mal, was das alleine ausmacht. Ich nenne das jetzt mal hier wieder zurück. Also das heißt, ich mache hier jetzt die Abweichung doch wieder absolut. Und lasse das mal hier komplett runter. Und siehe da, jetzt wird die Equity-Kurve wieder genauso, wie wir sie letzte Woche hatten. An sich gefällt mir der prozentuale Ansatz besser, ja, aber stellt sich hier raus, ist im Moment nicht so. Es kann bestimmte Gründe haben, also nochmal vom Trading-Ansatz her würde ich immer auf Prozente gehen. Absolut kommt hier allerdings jetzt gerade deutlich besser raus. Es könnte, also ich sage mal bewusst könnte, das ist halt hier 2008 und danach ist die Finanzkrise, da hat man riesige Volatilität. Das könnte mit hier reinspielen, sodass deswegen diese These, vielleicht die Abweichung in Einheiten vom ATR anzugehen, auch nicht ganz verkehrt ist. Aber weiter auflösen kann ich es im Moment noch nicht. Deswegen bleibe ich mal im Moment dabei. Dann mache ich es halt hier absolut. Ihr seht von der Formel her, ist das jetzt absolut und verfolgt jetzt diese Strategie erstmal so weiter. Jetzt wollen wir natürlich wieder einen richtigen Stop-Loss haben, also wieder ab rein mit dem Stop-Loss. Und jetzt haben wir hier auch wieder ordentliche Rs, die sich nach oben bewegen, also sowas wie 100 R, die wir hier in Summe gewinnen können. Und jetzt wird es auch wieder interessant an den Parametern zu spielen und zu gucken, ob wir hier noch ein bisschen was Besseres hinkriegen. Das scheint noch keine so deutliche Verbesserung zu bringen. Gehen wir hier mal mit den EMAs rauf oder runter.
Jetzt habe ich es leider vergessen. Ich hatte schon viel bessere Parameter, auf die ich jetzt gerade nicht mehr komme. By the way, auch die Equity-Kurve sieht schon mal wieder richtig gut aus. Und was durchaus mal interessant ist, ist zu hinterfragen, was passiert, wenn wir mit dem Stop-Loss kleiner werden oder größer werden. Und da kriegen wir durchaus ganz passable Resultate raus. Lass uns mal für einen Moment bei diesen Werten hier und fangen mal an, den CRV mitzunehmen und gucken, was das für einen Einfluss hat. Okay, noch gar keinen. Also müssen wir noch ein bisschen kleiner machen und dann können wir mal schauen, ob das Ganze hier noch mal ein bisschen profitabler wird. Und man sieht jetzt Opti, das ist diese Zahl hier links, ist jetzt schon im Bereich von 1000. Jetzt gucke ich noch mal wieder hier an den anderen Zahlen. Nee, das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Also gehen wir nochmal auf den EMA. Na, da haben wir schon im Moment, glaube ich, eine relativ gute Zwischenlösung hier gefunden, die sich durchaus schon sehen lassen kann. Ich will im Moment noch nicht auf die wirklich optimalen Parameter hinaus. Ihr wisst, das ist ein Optimierungsprozess. Wir haben jetzt hier im Moment 4 Freiheitsgrade, wobei wir immer den CRV auch ausschalten können. Und dann haben wir den nicht mehr, dann haben wir noch 3 Freiheitsgrade. Das ist das, was mir hier auch mit am besten gefällt, zu sagen, lass uns hier nur mit 3 Freiheitsgraden rechnen. Weil wir sind auf Tagesbasis unterwegs und gerade dann sollten wir nicht zu viele Freiheitsgrade haben. Es wird auf jeden Fall hier interessant, das Ganze jetzt ganz genau zu untersuchen. Wir haben jetzt eine Strategie mit Stop-Loss. Das heißt, wir laufen nicht mehr in übertriebene Risiken. Wir haben die Möglichkeit, noch die Parameter jetzt endgültig zu optimieren. Wie gesagt, ihr dürft gerne selber mitmachen, indem ich euch das Excel-Sheet hier mit zuschicke. Was wir halt jetzt schon haben, ist, wir haben einen Grundansatz. Der Grundansatz, ich wiederhole ihn nochmal, ist das Traden der Übertreibung. Und das Ganze sieht schon sehr, sehr interessant aus. Ich will euch nochmal einen Extremfall hier machen, der auch übrigens, auch hier können wir mal in Richtung kleiner Stop-Losse gehen. Das will ich mal kurz zeigen. Da passieren durchaus auch sehr interessante Sachen hier im Excel-Sheet. Das ist durchaus zulässig, was ich hier mache. Wie gesagt, auch das Excel-Sheet geht in Richtung, so wie ich es eingangs aufgrund der Frage schon gesagt hatte, macht immer Worst-Case-Prinzip. Das heißt, wenn es um die Frage geht, was wurde zuerst erreicht, Stop-Loss oder Take-Profit, dann gehe ich immer davon aus, dass es der Stop-Loss ist, was real gar nicht unbedingt der Fall sein muss, also zumindest wenn man hier einen erreichbaren Stop-Loss, Take-Profit hat. Aber die Strategie wird durchaus sehr interessant. Ihr seht, das Opti geht hier munter nach unten. Die Gesamtprofitabilität geht immer weiter nach oben. Das heißt, jetzt verdiene ich hier schon 350 R. Und das wird natürlich dann durchaus interessant. Ich mache die mal bewusst nochmal eine Stufe kleiner. Und dann sieht man, dass da noch mehr drin ist. Allerdings geht es jetzt, das ist immer so ein Effekt, den ich nicht ganz so mag, wenn ich hier so ewig lange Plateaus habe. Weil das muss man sich mal von der Trading-Strategie her vorstellen, was das heißt. Dass man sehr, sehr lange Phasen einfach, man verliert zwar auch nichts, aber man gewinnt halt auch nichts. Und das ist natürlich dann ebenfalls nicht ganz so angenehm. Aber es wird interessant, das Ganze jetzt auszuoptimieren und mal gucken, was wir für Möglichkeiten haben bei entsprechenden Stop-Lossen und Parametern wie EMA und diesem Multi. Was natürlich ebenfalls wahnsinnig interessant wird, ist die Strategie auf andere Underlyings loszulassen. Und da werden wir noch ein paar Überraschungen erleben. Ja. Wie meistens gilt ja, ich bin immer schon ein bisschen weiter als das, was ich hier gerade erzähle. Also da habe ich auch schon meine Überraschungen hinter mir, die dann sogar so weit gehen, dass wir aus dieser Strategie dann schon gleich wieder noch eine abbilden. Aber um jetzt nicht zu viele Schritte auf einmal zu machen, wollen wir es erstmal mit diesem angehen
Und dann natürlich hier wieder darauf abzielen, dass wir mehrere Underlyings haben, die wir mit dem gleichen Strategie-Grundtypus bearbeiten, um dann aus diesem wieder ein Portfolio zu bilden. Das ist etwas, was wir immer unbedingt machen müssen. Nicht einzelne Underlyings handeln, sondern auch Portfolios dann zu bilden und diese Strategien dann simultan zu traden. Weil ihr wisst alle, die auf Charts gucken, es gibt immer schon mal Underlyings, die haben richtig sozusagen Bewegung. Und es gibt dann wieder welche, wie zum Beispiel der DAX seit 2 Jahren, der eher sehr langweilig ist für Trend Trading. Da wird natürlich ebenfalls wahnsinnig spannend, ist nicht genau dieser Verlauf des DAXes in den letzten 2 Jahren, der ja mehr dadurch geprägt ist, dass er nur hin und her eiert, ist das nicht genau vielleicht der Schlüssel für genau diese Strategie, nämlich Traden der Abweichung, nämlich in dem Moment, wo das Ding mal nach oben abweicht, den Trade nach unten zu öffnen und wenn es nach unten abweicht, den Trade nach oben zu ermöglichen. Von daher wird interessant. Wird gerade auch schon gefragt, ob nicht der DAX womöglich eher unprofitabel wird mit diesem Mean Reversion. Ich kann meine These sagen. Ich glaube eher, er wird profitabel. Aber wie gesagt, wissen tue ich es nicht. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir werden Überraschungen erleben, dann betrifft es ganz andere Underlyings. Zusammenfassung hier nochmal. Also, Traden der Übertreibung wird interessant. Wir haben auch jetzt eigentlich hier schon wieder die nächste Strategie, wenn man es denn ganz genau nimmt, sogar schon fertig. Die ist bereits schon tradebar. Sie ist halt noch ein bisschen verbesserungswürdig mit dem, was wir hier nachher tun wollen und daraus ableiten wollen. Da ist halt deutlich mehr drin als das, was ich jetzt hier durch meine paar Versuche im Excel hier gerade abbilde. Das müssen wir halt ausoptimieren. By the way, für Leute, die sozusagen ein echtes Excel haben, wobei es geht auch theoretisch hier mit meinem Open Office, man kann das auch über eine Optimierung vom Excel laufen lassen, wo man dann einfach diese Zahlen durchvariieren lässt. Das geht auch. Es ist so etwas Ähnliches wie Zielwertsuche und Optimierung. Also das Ganze gibt es hier unter dem Begriff Solver. Und das Ganze geht richtig gut in einem normalen Excel. Und dann kann man auch das Excel selber diese Optimierung durchführen lassen. Wir haben wenige Freiheitsgrade. Das macht uns immer stabile Strategien. Das sieht man auch, wenn ich hier gerade an den Parametern drehe, weil ein EMA von 5 und ein EMA von 10 ist schon wirklich ein anderes Kaliber, liegt immer in Faktor 2 zwischen. Das heißt, wenn da sich dann doch nicht so viel tut und die Strategie immer noch profitabel bleibt, spricht das für eine sehr, sehr robuste Strategie. Und genau das ist ja das, was wir natürlich dann schließlich und nicht, hier auch haben wollen. Der Ansatz, nachdem wir schon das Pair-Trading fertig hatten, wird jetzt hier universeller. Pair-Trading hat halt den Nachteil, es ist ein bisschen aufwendiger, sich durch den Parameter oder durch das Universum der möglichen Pairs durchzuhangeln. Hier haben wir es einfacher. Hier haben wir wieder ein Single Underlying, also ein einzelnes ein Underlying, was wir traden wollen, mit unmittelbarem Stop-Loss. Und den können wir selbst hier im Excel-Sheet dann schon verwenden. Die andere Variante, die natürlich hier ebenfalls super interessant wird, sind die kleineren Zeitebenen, weil ich gehe nochmal zurück auf den Chart. Und will mal ein Beispiel machen. Ich nehme mal jetzt hier ein willkürliches Beispiel, nämlich australischer Dollar, kanadischer Dollar und lasse mich mal eben hier die ganzen EMAs rausnehmen. Ich lasse den dickeren mal eben drin und mache das Bild auch mal ein bisschen größer, weil wir haben hier, das sieht man schon visuell, relativ schnell sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier im Moment einen H1-Chart und hier ist jetzt irgendein EMA drin. Was hat der denn jetzt für eine Periode gerade? 40. Okay, sei es drum. Und
Guckt euch mal hier so, zum Beispiel diesen Bereich hier an. Ich zoome noch ein bisschen weiter. Da sieht man natürlich sofort, wie genau dieser Ansatz hier funktionieren könnte und würde. Hier in diesem Bereich, wo ich jetzt mit dem Cursor gerade hin und her bewege, sind wir immer sehr nah am EMA dran. Und dann kommt hier plötzlich ein Bereich, wo der Kurs deutlich vom EMA abweicht. Ja, das ist ja genau das, was wir bei dieser Strategie jetzt machen würden. Nämlich hier oben short gehen. Naja, jetzt funktioniert das hier gerade richtig, richtig gut. Und dann ist halt diese Frage, wie weit legen wir die Schwelle? Fassen wir den, kriegen wir den nachher noch mit rein? Ja oder nein? Aber den hier hätten wir wahrscheinlich schon wieder drin. Das heißt, auch hier plötzlich wieder short zu gehen, wäre ebenfalls richtig, richtig cool gewesen. Das ist halt dieser Ansatz Traden der Abweichung. Und zwar auf Basis eines EMAs. Hier sehen wir es nochmal visuell, hier jetzt sogar auf Stundenbasis. Und von daher sieht man, dass wir hier einen super interessanten Grundansatz haben, an dem wir, glaube ich, noch einiges rausholen können, wenn wir nämlich das ganze Universum unserer möglichen Underlyings hier mal wieder durchgehen. Also sehr vielversprechend. Gibt es einiges natürlich wie immer zu tun. Angebot, das Excel-Sheet zu bekommen, steht wie immer. Ich schicke es gerne euch zu. Einfach eine E-Mail an friedrichowski@argusfx.com und dann kommt auch sofort natürlich das E-Mail-Sheet. Und wenn sonst Fragen zu Argus oder sonst was sind, könnt ihr auch mir stellen. Und ansonsten kennt ihr hier die üblichen Links. Also, wir sind wieder schon durch die Stunde durch. Wir haben jetzt die Strategie mit Stop-Loss. Von daher sind wir da auf der sicheren Seite. Wir haben immer noch, wir wissen, dass sie profitabel ist. Und damit können wir gut in die nächsten Schritte gehen. Okay, soweit von mir für heute. Euch natürlich allen noch einen super schönen Abend. Und denkt nochmal dran, wer nächste Woche mit dabei sein möchte, dann Mittwoch. Mittwoch um 19 Uhr, kommt aber auch automatisch durch die E-Mail-Benachrichtigung dann mit rein. Soweit von mir und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, tschüss.